Vermeide diese Fehler beim Hausbau und bei der Hausplanung. Aber es gibt Sachen, die gehen später nie wieder. Gibt WLAN, wir brauchen keine Kabel. Hallo ihr lieben Heimkino-Gucker und herzlich willkommen bei Kino im Wohnzimmer. Ich bin der Olaf und heute, schaut mal, von der Baustelle. Baut ihr vielleicht demnächst ein Haus neu oder baut ein altes Haus um, dann ist das Video wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Wir erleben es tatsächlich immer öfters, dass Leute zu uns kommen, wir haben ein schickes neues Haus gebaut, alles ist fertig und ja, wir wollen jetzt auch gerne ein Wohnzimmer-Heimkino haben oder uns ein dediziertes Heimkino einrichten oder wir wollen Musik im ganzen Haus haben. Ja, und dann ist es oft zu spät und im schlimmsten Fall wird es dann teuer oder gar unmöglich, was nachzurüsten oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Deswegen, ganz wichtig, wollt ihr demnächst bauen oder seid ihr, so wie hier, gerade im Rohbau, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was wollen wir später alles in unserem Haus haben. Ich stehe heute also auf einer Rohbaubaustelle. Ein guter Kunde von uns, der baut hier gerade dieses Haus und möchte natürlich auch in seinem Wohnzimmer ein richtiges schönes Wohnzimmer-Kino integrieren. Der wird sehr viel selber machen. Er möchte eine Lichtwute bauen, er möchte eine Duolösung, Fernseher und Beamer. Er möchte Lautsprechersystem im Wohnzimmer haben mit mindestens 9 Lautsprechern, integrierten Subwoofern, in die Wand eingebaute Subwoofer und so weiter und so weiter. Wir haben die ganze Planung mit ihm gemeinsam schon gemacht. Und jetzt geht es an die Umsetzung, die er, wie gesagt, im größten Teil selber machen wird. Das habe ich aber zum Anlass genommen und mir überlegt, ja, wisst ihr dann überhaupt Bescheid, wenn ihr euch ein Haus bauen wollt und Haus plant? Auf was müsst ihr alles achten und was geht später tatsächlich nicht mehr? Naja, fangen wir mal gleich an. Also hier steht der Rohbau schon. Gut, in dem Fall passt das noch, aber es gibt zum Beispiel Situationen, ich nenne mal zum Beispiel ein Beispiel, ihr wollt Deckenlautsprecher in einer Massivdecke haben. Im Wohnzimmer, was weiß ich, in den Bädern, die Decken werden nicht abgehangen. Das geht. Wir können Lautsprecher in Betondecken einbauen. Allerdings sollte man das schon bei der Planung des Hauses berücksichtigen. Gegebenenfalls mit dem Architekten reden, vielleicht muss der Statiker noch mal rüber gucken. Kann man alles machen, kostet tatsächlich gar nicht viel Geld am Anfang. Es kommen einfach Kästen, sogenannte Backboxen, die kommen einfach in die Betondecke beim Betonieren schon mit eingebaut. Und da kommt später zum Beispiel ein Lautsprecher rein. Gleiches gilt zum Beispiel für eine Leinwand. Man kann eine Leinwand direkt in eine Rohbaudecke integrieren. Die Leinwand ist dann zwar noch nicht drin, aber man lässt an der Stelle eine Nische. Alles das sollte man schon berücksichtigen, bevor man überhaupt den ersten Stein setzt. Viele Sachen kann man auch später machen. Im Rohbau geht noch eine ganze Menge, aber es gibt Sachen, die gehen später nie wieder. In dem Fall wird es so sein, dass natürlich der Bauherr hier unheimlich viel selber macht, um Geld zu sparen. Wir haben zwar die Planung gemacht, aber er wird die ganze Umsetzung mehr oder weniger alleine machen. Ja, aber manch einer will und kann das nicht und dann, ja, dann kommen wir wieder ins Spiel. Was wir alles für euch machen können, das erzähle ich euch am Ende dieses Videos. Wenn ihr also demnächst ein Haus bauen wollt, egal ob es ein Architektenhaus ist, ein Fertighaus oder ein altes Haus umbaut, ja, dann kommen diese vielen Fragen. Alle Leute kommen auf euch zu und stellen euch Fragen. Der Elektriker fragt euch, wo kommen Steckdosen hin? Der Rohrleger fragt euch, welche Wasserhähne? Der Fensterbauer fragt euch, welche Griffe? Der Türenbauer fragt euch, welche Farbe die Türen und so weiter. Tausend Sachen, aber so ein paar wichtige Sachen, wie zum Beispiel unsere Audio-Videotechnik, die wird ganz oft vergessen. Und genau darüber müssen wir jetzt reden und nicht erst, wenn das Haus fertig ist und der Maler durch ist. Hier zum Beispiel wird später mal das Wohnzimmer sein. Ihr seht, hier ist so eine Nische und klar, wir haben es jetzt geplant und deswegen wissen wir natürlich auch schon ganz genau, wo was hin muss. Und ihr müsst halt so eine Sache beachten. Wo sollen denn später Lautsprecher hin? Wollen wir vielleicht einen 3D-Ton haben? Könnten wir hier was machen? Hier in dem Fall können wir natürlich nichts mehr in die Rohbaudecke einbauen. Ja, aber hier kommt eine Lichtwute rein und das ist das Problem schon wieder gelöst. Aber wir haben eine Duolösung. Das heißt, wir brauchen natürlich HDMI-Leitung am Fernseher. Wir brauchen aber HDMI-Leitung auch am Beamer. Wir brauchen eine Motorleinwand. Die muss auch irgendwie gesteuert werden. Die braucht wiederum Strom. Wir brauchen Netzwerkleitungen. Wo muss denn überall Netzwerk sein? Wir brauchen vielleicht Antennenleitungen und so weiter und so weiter. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man das nicht tagtäglich macht, passiert es immer wieder, dass was vergessen wird. Einer der größten Fehler, die man machen kann, ist zum Beispiel Datenleitungen, also sprich HDMI-Leitungen, direkt im Rohbau schon zu verlegen. Sehen wir auch ständig. Der Erfolg ist immer der gleiche. Die Kabel sind meistens kaputt, wenn man sie braucht. Und es sind auch oft die falschen drin. Warum auch immer, ist egal, aber es sind die falschen drin. Deswegen empfehlen wir immer, wo es geht, Leerrohre zu verlegen. Wird hier passieren, wird in den nächsten Tagen hier passieren. Die Wandschlitzungen sind schon alle gemacht, hat der Bauherr sich schon alle gemacht. Jetzt legt er hier noch schöne, dicke 40er und 50er Leerrohre unten im Fußboden lang.
alles noch ganz einfach. Später wisst ihr selber, wie schwierig es ist, dann fangt ihr an, irgendwelche Kabelkanäle oben rumzulegen und so weiter. Braucht man ja alles nicht. Ist viel preiswerter und viel einfacher und viel besser, wenn man es im Rohbau macht. Jetzt stehe ich zum Beispiel in der Küche. In der Küche denkt man, ja, braucht man Audio-Video, wozu braucht man das in der Küche? Ja, warum denn nicht? Warum soll man in der Küche beim Kochen keine Musik hören können? Und kann man da nicht vielleicht Lautsprecher schön in die Decke integrieren? Oder in Möbel, in die Küchenmöbel rein? Auch das machen wir ab und zu. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Deswegen sprecht uns an. Wir bringen euch vielleicht noch ein paar Ideen näher, die ihr vorher noch so gar nicht auf dem Schirm hattet. Ja, aber auch in der Küche muss man dran denken. In den Bädern muss man dran denken. Und so weiter. Es ist eine ganze Menge zu bedenken. Alle Sachen, die jetzt ganz einfach sind. Wenn man zumindest Kabel und Leerrohre hinlegt und später dann mal schaut, mache ich mir da noch was hin oder nicht, ist ja egal, das Kabel war jetzt nicht teuer und in ein paar Jahren kann man es auf jeden Fall dann nachrüsten. Ein ganz anderer, aber sehr wichtiger Punkt ist eure ganze Technik. Ich nenne es immer Zentrale, das heißt, wo steht zum Beispiel später ein AV-Receiver, wo steht zum Beispiel später irgendein Verstärker für die anderen Räume, wo soll das alles hin? Auch das muss man sich eigentlich jetzt schon, in dem Stadion muss man sich das genau überlegen, wo das hin soll. Ich empfehle tatsächlich oft den Hauswirtschaftsraum, weil der hat immer irgendwo eine kleine Ecke, da kann man einen kleinen Serverschrank hinstellen, da kann die ganze AV-Technik kann da hin, da kann Verstärkertechnik hin, alles zentral, da kann man es meistens gut belüften. Manche Geräte machen ja auch ein bisschen Krach, die haben Lüfter, alles das wäre raus. Ja, und jetzt zum Rohbau. Was spricht denn dagegen, in so einem Hauswirtschaftsraum die Verstärker hinzustellen und die Kabel einfach nur ins Wohnzimmer zu legen, ohne dass nachher irgendwelchen brummenden und leuchtenden Verstärker und was weiß ich, was es noch für Teile gibt, im Wohnzimmer rumstehen müssen? Fassen wir mal zusammen. Ihr wollt also ein Haus bauen oder umbauen? Auf was müsst ihr alles achten? Na, als erstes würde ich mal so rangehen und sagen, was benötige ich alles und wo möchte ich was haben? Zum Beispiel möchte ich eine Projektion im Wohnzimmer haben, möchte ich in meiner Küche vielleicht ein Audiosystem haben oder auch einen kleinen Fernseher, möchte ich in meinem Hobby-Sportraum vielleicht eine kleine Audioinstallation haben. Ich würde noch empfehlen, in den Bädern von vornherein ein paar Lautsprecherkabel hinzulegen zum Hauswirtschaftsraum für Musik, die man später einfach, da braucht man später keine Geräte mehr irgendwo hinstellen und wieder Steckdosen dafür haben, was dann wieder irgendwo auf einer Arbeitsplatte steht. Braucht man alles nicht. Ein Lautsprecher oder zwei Lautsprecher irgendwo in der Decke oder in den Möbel integriert, Verstärker ausgelagert. Ihr nehmt euer Handy raus und könnt später überall Musik hören. Gleiches gilt für den Garten. Wollt ihr vielleicht später auf eurer Terrasse Musik hören oder im Garten? Wir haben wunderschöne Gartenlautsprecher. Es gibt Lautsprecher, die kann man oben im Dachkasten einbauen und so weiter. Alle Sachen, die man jetzt mit ganz kleinem Aufwand umsetzen kann, indem man einfach an der richtigen Stelle ein paar Kabel reinlegt. Also, wo muss was hin? Das sollte man sich überlegen. Wenn man das alles festgelegt hat, was man später mal vielleicht auch nur haben möchte, dann muss man sich einen Plan machen, was braucht man. Also, braucht man zum Beispiel Antennenkabel, Antennenleitungen an den richtigen Stellen, wo vielleicht später mal Fernseher sind. Antennenleitungen sind heute nicht immer notwendig, aber wird noch sehr oft gemacht. Netzwerkleitungen sind viel, viel wichtiger. Auch wenn vielleicht eure Hausbaufirma oder euer Elektriker sagt, nee, gibt WLAN, wir brauchen keine Kabel. Das stimmt so nicht. Ihr habt jetzt die Chance, für kleines Geld überall ein Netzwerk hinzulegen. In jeden Raum, ich würde einfach mal empfehlen, einfach in jeden Raum eine Netzwerkleitung zu legen zu lassen und so eine Netzwerksteckdose haben und das erstmal auf der sicheren Seite für später. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das darf auch in der Küche sein und das muss im Wohnzimmer sein. Dann muss man sich überlegen, wo brauche ich denn viel Strom? Klar, wo meine Zentrale steht, da brauchen wir viele Steckdosen. Möglichst mit eigenen abgesicherten Stromkreisen. Das müsst ihr mit eurem Elektriker natürlich rechtzeitig besprechen. Wie hier zum Beispiel, hier wird die Technik ins Wohnzimmer kommen. Es wird einen Schrank geben, hinten bei der Couch, da kommt die Technik rein. Es wird aber höchstwahrscheinlich auch vorne ein kleines Lowboard geben und vielleicht muss ja da auch Technik rein. Alles das kann man ja jetzt berücksichtigen. Hier wird es sogar so sein, dass der Kunde möchte gerne Einbaulautsprecher haben. Das heißt, hier wird es eine Wandverkleidung geben und da kommen schöne Einbaulautsprecher rein. Der Fernseher wird eingelassen, davor wird eine Leinwand runterfahren. Alles das ist jetzt wichtig, weil jetzt, genau in diesem Bauzustand, legt man genau die Kabel hin, die man braucht. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Nicht alle Kabel kann man gleich im Rohbau verlegen. Deswegen gibt es ja sogenannte Leerrohre oder Wellrohre, die man im Rohbau total einfach verlegen kann. Später einfach Kabel durch,
ziehen kann und man kann die auch später austauschen, wenn sie kaputt gehen. Stichwort HDMI-Kabel haben wir die letzten Jahre immer wieder gehabt. Kabel waren wunderbar im Rohbau verlegt worden und ein Jahr später haben wir die Kabel dann auf Putz nochmal verlegt. Ja, also nur ein kleiner Tipp, Leerrohr. Ist man vor dem Rohbau, kann man vielleicht sogar überlegen, ob man in die Betondecken vielleicht Boxen einbauen lässt. Also Boxen meine ich damit so Kisten. Ja, das sind so eine fertigen Kisten, die kann man selber bauen, die kann man fertig kaufen, wo später mal Lautsprecher reinkommen. Leinwand kann das auch mal passieren. Beamer kann man auch in die Decke reinfahren lassen. Alles so Sachen, über die ihr jetzt mal kurz nachdenken solltet. So, wenn ihr das alles berücksichtigt, dann kann es losgehen mit eurem Hausbau und später habt ihr dann relativ wenig Probleme und könnt auch ganz viele Sachen nachrüsten. So, jetzt kommt natürlich auch noch die Eigenwerbung. Ja, was können wir denn für euch tun? Natürlich, wir können euch natürlich beraten. Ihr wisst, bei uns im Store, Beratung mit Termin ist natürlich kostenlos. Ihr könnt gerne, und das empfehle ich tatsächlich, auch einen Termin mit eurem Architekten machen. Architekten wissen nicht alles, sie können nicht alles wissen. Sie haben so viele Gewerke zu koordinieren. Woher sollen sie alles wissen? Das ist annähernd unmöglich. Und deswegen, ja, bringt euren Architekten mit oder schickt euren Architekten zu uns. Warum denn nicht? Wir sprechen mit ihm und wir gucken, ob wir bei der Planung helfen können. So, bis dahin kostet das euch erstmal alles noch gar nichts. Wenn ihr uns aber einen Planungsauftrag gibt, so wie hier zum Beispiel, wir sollten eine Planung machen, wo kommt denn später was hin, wo muss welches Leerrohr verlegt werden, wo muss welches Kabel hin, welche Steckdose muss wohin, welches Netzwerkleitung muss wohin gelegt werden und so weiter. Brauchen wir noch eine Steuerleitung, wie wird die ganze Sache später automatisiert, vielleicht mit elektrischen Vorhängen, vielleicht mit einer schönen indirekten Beleuchtung und so weiter und so weiter. Ja, dann können wir natürlich für euch eine Planung machen. Das ist ja individuell. Ich mache euch da jetzt keinen festen Preis. Was kostet eine Planung? Das geht nicht. Eine Planung kostet genauso viel, so viel Arbeit sie macht. Und das kann ich nicht voraussagen. Das kann ja gehen bis zur Möbelplanung, wenn wir noch ein spezielles Möbel anfertigen lassen müssen und so weiter. Deswegen müsst ihr das bei uns anfragen, aber wir können euch da unterstützen. Wir machen gerne eine Planung für euch. Den Umfang bestimmt am Ende ihr. Das können wir für euch tun. So, jetzt wollt ihr vielleicht viel selber machen. Okay, dann können wir das natürlich auch noch unterstützen. Und wir können euch vielleicht auch nur zum Schluss bei den letzten Handgriffen helfen. Oder ihr sagt, nö, macht ihr mal. Das finde ich natürlich auch sehr schön, das ist das, was wir am liebsten machen. Und dann übernehmen wir schon recht früh. Das heißt, wir können natürlich jetzt in der Rohbauphase, das machen wir tatsächlich sehr oft, wir fahren in der Rohbauphase schon hin und verlegen alle Leerrohre, alle Kabel. Manchmal macht es der Elektriker vor Ort, manchmal will der das aber nicht und dann machen wir das. Fragt uns, wir können das tun, das ist gar kein Problem. Wir kommen auch manchmal dazu und sagen, da sagt der Kunde, ja, könnt ihr den Trockenbau machen? Macht ihr zum Beispiel eine Lichtroute für uns bauen? Baut ihr die schicke Wandverkleidung? Baut ihr die Vorsatzschale für die Einbaulautsprecher? Und so weiter. Ja, fragt uns, machen wir. Wisst ihr ja, wir haben Handwerker und die können das machen, jederzeit. Also ich freue mich auch, wenn ihr da anfragt und wenn wir das komplett übernehmen können. Naja, und natürlich nachher die Technik einbauen. Wenn ihr das möchtet, können wir es auch. Den Beamer, den Fernseher, die Leinwand, die Lautsprecher, alles, was ihr wollt. Die Multifunktionsfernbedienung programmieren. Fragt uns einfach. Alles das können wir bieten. Wir gehen tatsächlich ab und zu noch weiter und bieten noch solche Sachen an wie eine Wandverkleidung. Wollt ihr zum Beispiel eure Bildwand schön mit Holz verkleidet haben oder mit Steine verkleidet haben oder? Ja, fragt uns einfach. Auch dafür haben wir Handwerker. Ihr wisst ja, wenn ihr eine Weile schon auf unserem Kanal seid, ich mache ja sowas auch sehr oft und sehr gerne. Ich habe das ja früher aus meinem alten Beruf mitnehmen können und deswegen kann ich euch das bieten und wir haben auch die Handwerker, die das komplett lösen. Ja, wie gesagt, sprecht uns an. Mehr als Nein sagen können wir nicht, aber wir sagen sehr oft Ja und sagen, an der Stelle können wir helfen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben, wenn ihr demnächst ein Haus bauen wollt, umbauen wollt, was auch immer, oder vielleicht auch nur einen Teil renovieren wollt. Ja, denkt über ein paar Sachen vorher nach, rechtzeitig nach und sonst müsst ihr zum Schluss nur noch Funklösungen machen und dann sagt ihr, okay, was gibt es denn per Funk ohne Kabel? Weil Kabel haben wir leider keine verlegt. Ja, passiert uns im Alltag immer wieder. Auch da haben wir natürlich Lösungen. Aber ich bin kein Freund davon. Wenn ihr ein Kabel legen könnt, legt ein Kabel. Ihr habt einfach Ruhe für immer. Kabel kosten meistens nicht allzu viel Geld, sind da drin. Und ihr habt für die nächsten Jahre ja einfach Ruhe und müsst einfach nicht drüber nachdenken, wie bekomme ich denn meine Surround-Lautsprecher hinter meine Couch. Vielleicht war für dich eine Anregung dabei, vielleicht habe ich euch was erzählt, was ihr jetzt auf dem ersten Blick noch gar nicht so gesehen habt, auf was man alles achten muss.
Ja, der eine oder andere wird sagen, okay, beim dedizierten Kino muss man noch ein paar mehr Sachen beachten. Das stimmt, das ist auch so. Darum sollte es aber heute gar nicht gehen. Heute sollte es mir darum gehen, um Einfamilienhausbau, Umbau, Eigentumswohnung gibt es auch. Auch da gilt eigentlich Ähnliches wie hier. Da kann man schon viel, viel im Rohbau und in den ersten Bauphasen oder sogar vor dem Bau schon bedenken, um später einen Haufen Geld zu sparen und auch sich ein paar Möglichkeiten offen zu halten, die man sonst vielleicht verschenken würde. Das war die Idee dahinter. Habt ihr noch Ideen, die ich jetzt total vergessen habe? Das kann durchaus sein. Ja, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Freue ich mich natürlich darüber. Und solltet ihr demnächst bauen, ich drücke euch die Daumen. Bauen ist in heutiger Zeit tatsächlich ja nicht mehr so einfach. Ne? Es ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Ich drücke euch die Daumen. Denkt bitte an Audio-Videotechnik. Denkt bitte an das große Bild. Es geht doch nichts über das Heimkino zu Hause. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder mit einem ganz anderen Thema. Das war's für heute von der Baustelle. Ich muss wieder rein. Langsam friere ich hier an. Wir sehen uns demnächst. Tschüss, euer Olaf.